Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über das Open-Source-Spiel Mindtest. Heute werde ich zeigen, wie die Handlungsmöglichkeiten im Spiel durch Mods erweitert werden können und ich werde einige Mods vorstellen, die für den Einsatz in pädagogischen Projekten geeignet sind. Die Installation von Mods erfolgt direkt aus dem Spiel. Im Hauptmenü klicke ich auf Inhalte und dann auf Online-Inhalte durchsuchen. Hier finde ich zu jeder Mod eine kurze Beschreibung. Durch Klick auf Ansehen gelange ich zur Webseite der Mod. Oben im Suchfeld trage ich meine gewünschte Mod ein und installiere sie. Nun muss ich die Mods noch in der Spielwelt aktivieren. Ich kehre zurück auf Spiel starten, wähle eine Spielwelt aus und klicke auf Konfigurieren. Rechts wähle ich die gewünschten Mods aus und klicke auf Aktiviert oder Modpack aktivieren. Links sehe ich unter Abhängigkeiten, ob andere Mods zur Funktion dieser Mod notwendig sind. Auch aus diesem Menü kann ich durch Klick auf Mehr Mods finden neue Mods installieren. Nun klicke ich auf Speichern und kehre zum Startmenü zurück. Ich starte das Spiel und teste meine neuen Mods. Mit Hilfe der World Edit Mod können Veränderungen in der Welt realisiert werden, die sonst mit erheblichem Aufwand verbunden wären. Ich kann damit große Bereiche mit Blöcken füllen oder geometrische Formen wie Quader, Kugeln oder Zylinder aus beliebigen Materialien erstellen. Ich öffne das Chatfenster, setze mit Doppel/1 einen Ausgangspunkt und baue dann mit dem Befehl Hollow Dome 5 Cobble eine Kuppel aus Stein. World Edit ist die Voraussetzung für alle großen Bauvorhaben. Die More Blocks Mod fügt dem Inventar eine große Zahl neuer Blöcke und Materialien hinzu. Dazu gehören abgeschrägte Blöcke und Blöcke in unterschiedlichen Größen. Damit können Dachschrägen, Säulen, Kuppeln und Bögen realisiert werden, was mit den Basisblöcken nicht möglich wäre. Die Mesicons Mod fügt elektrische Leitungen, Schalter, Lichter, Solarzellen, Logikgatter, eine Turbine und vieles mehr hinzu. Ein Lua-Controller kann direkt im Spiel programmiert werden. Daher eignet sich dieser Mod gut für die Einführung in die Informatik. Hier ist eine logische Und-Verknüpfung dargestellt. Das Licht leuchtet nur, wenn beide Schalter umgelegt sind. Durch verschiedene logische Operatoren können komplexe Schaltungen oder Rätsel erstellt werden. Damit lassen sich etwa digitale Escape Rooms umsetzen. Und wer noch tiefer in Mindtest eintauchen möchte, kann mit Hilfe der Programmiersprache Lua auch eigene Mods programmieren. Das Mindtest Modding Book liefert die Anleitung dazu.